kommt ein Heli geflogen, ganz so, als wär's. Setz dich wär's. nieder auf mein Schoß. Karin singt euch jetzt ein das Lied. Das tut hier. Allerdings ganz schön viel. Ja, weil ich der glaube vorher auch den auch. Kopf absäbelt. Das ist möglich. Ja, Folge 26. Wir dringen ein in die Anlage, deren Namen ich nicht weiß. Und zwar ist es die Afghanistan Central Base Camp. Also es ist die zentrale Basis der Sowjets in Afghanistan. Das ist also nicht irgendein trivialer Scheiß, sondern was Großes. Ja. Und es ist die erste, sagen wir mal, wirklich große Infiltrationsmission. Also bisher war es ja immer so ein kleines Dorf mal mit 4 Häusern oder ja, so eine kleine Bergfestung oder so. Aber das ist jetzt hier mal wirklich eine Riesenanlage. Und da kann es halt auch problemlos, wenn man alles richtig macht, mal 15 Minuten dauern, bis man durchgeschlichen ist. Wenn man nicht alles richtig macht, dann kann es länger dauern. So, ich versuche jetzt einfach mal first try alles richtig zu machen. Ne, davon ging ich aus. Dass du nicht dachtest, oh, beim ersten Mal, ich glaube, da mache ich das falsch und das falsch. Ja, genau. Das ist aber realistischer eigentlich. Das Positive. Am besten, du kriegst einfach durch die ganze Anlage. Dann dauert es nicht nur 15 Minuten. Naja, aber dann... Ist aber sicherer, ja. Tatsächlich ist auch ein Problem, hier laufen in dieser Basis auch diese Kampfläufer, die wir letztes Mal gesehen haben. Die Leute, die auf diesen kleinen Mini-Metal Gears rumlaufen. Also zwei Beine, die laufen hier auch rum und die haben schwere Maschinengewehre und so und sind ganz schön gefährlich. Und sehen einen schon ewig weit, weil die so Scheinwerfer an ihren Dingern dran haben. Das ist alles nicht so einfach. So, da hinten ist einer. Na komm, markieren wir den mal. Das Gute ist, und das ist auch so ein bisschen so geplant gewesen, es ist jetzt nachts. Und das ist ein großer Vorteil für uns, weil weniger Leute auf der Patrouille sind. Und natürlich die alle weniger weit sehen können. Ist ja eigentlich Quatsch, nachts weniger auf die Patrouille zu schicken, weil... Ist es tatsächlich. Nachts kann man ja schlechter sehen. Aber Karin, nachts schlafen die alle und dann können die nicht patrouillieren. Und ich meine, die Nachtschichten zu bezahlen ist ja teurer. Richtig. Also man weiß ja, die Sowjets haben ihre Soldaten in den 80ern im besetzten Afghanistan nach Tarif bezahlt. Ja. Und da muss man halt dann auch mal ein bisschen Geld sparen können. Und wir wissen ja auch, die 80er, Sowjetrussland, das war jetzt nicht das reichste Land. Die mussten eben auch gucken, wo sie Cutting All Edges machen konnten und mal ein bisschen sparen. Ich mache jetzt einfach mal ohne großen Begründungskommentar, laufe ich jetzt einfach mal den Weg, der mir am besten vorkam in meinem Spieldurchgang. Weil zum Beispiel hier in der Mitte, man könnte jetzt hier, es gibt zwei Wege, jetzt hier nach weiter nach die Richtung zu kommen. Oh, der guckt. Halt. Ah, scheiße. Na komm. Ja, der leuchtet. Der leuchtet. Da mittig unter dieser großen Hauptbrücke durch, aber da stehen halt mehr Leute und man ist sehr offen. Na, es sieht vor allem sehr offensichtlich aus. Ja, oder halt hier so am Rand hoch, wo nur ein oder zwei Typen normalerweise sind. Da ist halt meistens einer in dieser kleinen Wachhütte hier, aber jetzt sieht es gerade relativ leer aus. Hups. Ist der das? Nö, nachts nee, nicht. Nee, normalerweise sollte er es sehen, wenn ich es vor seiner Nase so wie eben mache. Aber es ist offensichtlich nachts und er hatte keinen Bock. Der macht auch nur Dienst nach Vorschrift, weißt du? So, also du siehst schon hier, die Anlage ist nicht gerade klein. Aber wir müssen den Teil da rechts uns ja gar nicht so richtig angucken. Da liegen natürlich coole Sachen rum, da gibt es irgendwelche Baupläne und weiß ich was für ein Quatsch. Aber eigentlich müssen wir halt da geradezu hin und das würde ich jetzt dann auch mal versuchen, relativ straight anzugehen. Ja, ich kann mich ja hinlegen, dann ist das alles. Aber es ist echt wenig los hier. Also wenn man hier tagsüber eindringt, dann läuft hier alle 20, 30 Meter einer rum. Ne? Also wie gesagt, so 50 bis 100 Leute sind in der Anlage hier bestimmt. Oh, ich komme hier nicht weiter. Oh, was war das gerade für ein Geräusch? Keine Ahnung. Psst. Ja, hier ist eine Schlange. Also ich kann mich ja immer noch so hier so ganz schlangig fortbewegen, so ganz am Boden. Okay, muss mal so ein bisschen schauen. Ich finde das mit dem Heli eigentlich gar nicht so doof. Es ist irgendwie ganz cool, dass man immer so ein bisschen gucken muss, wo der gerade ist. Oh, eine Unterführung. Ist das eine Unterführung oder ist das darüber eine Überführung? Tja. Wir werden es nie erfahren. Denn Karin hat keine Lust, es uns zu erklären. Was soll ich denn da erklären? Weiß ich nicht, du bist das doch eine ist eine Unterführung, das andere ist eine Überführung. Aber es muss doch irgendeinen Unterschied geben. Naja, das Ding für die Fußgänger war jetzt unten drunter und das für die Autos oben drüber. Also es ist eine Straßenüberführung. Aber eine ich war doch gar kein Unterführung. Fußgänger, ich war doch ein Fußkriecher. Bauchkriecher. Ein Bauchkriecher-Unterführung. Das hier ist einer der 4 Hangars, die hier auf dem Gelände, glaube ich, 4 sind es, glaube ich, rumstehen. Der war irgendwie oll aus. Und der ist... Nee, 3 sind es nur. Genau, und der eine ist halt
kaputt, der eine Hangar, das ist der hier. Und die anderen sind aber voll intakt und da hinten stehen zum Beispiel unter anderem auch noch jede Menge so Panzer und sowas. Panzer. Die könnten wir jetzt theoretisch alle fahren und klauen und... Oh, scheiße. Du siehst mich nicht. Ich habe nicht dran gedacht, dass hier oben ein Loch in der Decke ist. Ich dachte, ich bin hier drin relativ sicher. Ah, scheiße. Der soll sich mal verkrümeln. Alter, nein, 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 du siehst mich nicht. Komm, geh mal weg. Ja, danke. Oh, das ist ein Metallviech. Ja, ja, ja. So ein Läufer. Oh, das ist gerade aber sehr nervig hier. Du wolltest doch alles richtig machen. Ich mach alles richtig. Ich mach alles total super, mache ich das gerade. Guck mal, jetzt ist nicht mehr da. Noch hat mich keiner entdeckt. Ich nehme mal vorsichtshalber schon mal die Kiste, weil die kann man immer gebrauchen. Oh, da kommt was. Das ist, glaube ich, der Heli wieder. Das Problem sind jetzt echt diese Kampfläufer. Ja, der Hubschrauber kann mich aber nicht sehen, wenn ich liege. Also der wird mir dann nur angezeigt, als er ist in der Nähe, aber... Ja. Genau, jetzt hat er gerade... Habe ich ja gerade sozusagen das erste Mal entdeckt, dass hier so Kampfläufer rumlaufen. Ja. Da hinten ist auch noch einer. Zwei. Oh. Hier ist richtig was los, ne? Clouds approaching. Das ist... Wie du rückwärts kriechst, ob man das wirklich kann? Rückwärts kriechen? Ich hab's noch nie probiert, aber es gibt bestimmt. Das mach ich nachher mal. Macht das. Wird ihr ordentlich gesaugt? Nee. Ich hab seit ein paar Tagen nicht mehr gesaugt. Ich würde es vielleicht lassen. Ich würde abwarten. So. Oh nein. Sniper. Sniper. Stimmt, da war ja noch ein Sniper. Jetzt hier mal mitten durchs Licht, das ist eine sehr gute Idee. Aber an sich ist der Sandsturm wäre jetzt richtig... Kannst du da nicht runter? Doch, kann ich. Der Sandsturm wäre jetzt halt super, wenn der kommen würde. Weil dann kann ich mich nämlich ungesehen nach zum Hangar bewegen. Guck mal, das ist nur noch 66 Meter. Das ist an sich nicht mehr so weit, ne? Hier steht übrigens auch ein Heli, den kann ich leider nicht... Wenn eine Zwischensequenz drin bist. Ja. Oh, guck mal, Sandsturm, wie bestellt. Perfekt. Perfekt. Jetzt brauche ich halt nur noch. Jetzt wird es nämlich gleich noch mal ein bisschen problematisch. Da ist einer. Hey, rechts, ne? Nee, geradeaus war irgendwie, habe ich Füße gesehen. Aber ach, vielleicht. Da. Da, den. Jetzt könnte es gleich noch mal ein bisschen da tricky ist werden. Einer im. So, ich bewege mich jetzt mal hier schön entspannt am Rand lang. Kannst du nicht kriechen? Ich habe nicht so viel Zeit, der Sandsturm dauert ja immer nur eine Minute oder so und ich will dann bis zu meinem Ziel kommen. Am besten. Okay, sind hier waren glaube ich immer zwei. Wo ist denn der zweite? Ah. Ja, der sagt mir jetzt, wo Baupläne sind. Okay, das kann man später vielleicht immer noch gebrauchen. Okay. Ich nehme den mal mit und zwar... Auf da hinten steht er, da hinten. Ja, da ist noch einer, genau. Kannst du schießen, während du einen Huckepack das geht kriegst? Gott sei Dank. Puh. Und jetzt kann ich den nämlich hier mitnehmen und dann öffnet der mir nämlich die Tür. Ah. Das ist ganz schön, weil der kann der mal zwischenspeichern, bitte? Es wird, glaube ich, zwischenspeichern, sobald wir hier sind. Oh, 8,5 Minuten. Und dafür hast du länger... Dafür habe ich locker eine Stunde gebraucht. Ach so. Weil ich halt immer wieder erwischt wurde. Ich hatte jetzt nicht so ein Glück mit Nacht und Sandsturm bei meinem Durchgang. Und wusste ja noch nicht so richtig, wo ich hin muss und wo die Leute stehen. Oh, wer ist da? Eine Frau? Snake. Eine Maschine? Ja, klingt ein bisschen so, ne? It's not you. Hell 9000? Ja. Hell 1982. Ist halt ganz praktisch so eine Exo-Beine, weil dann braucht man keinen Stuhl. Das hat schon was. Hi. Are you? Nee, bin der Weihnachtsmann. Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Tja. Jetzt muss ich ihn tragen, vor allem mit den schweren Exobeinen. Wowie, okay.
Schön, das haben wir aber hier einen Speicherpunkt. Jetzt musst du nochmal zurück? Natürlich, ich muss ihn ja noch rausholen. Ja. Macht mir der gleiche Spaß. Quasi. So, wir können jetzt, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt rausschleichen oder wir nehmen das Ding hier und ballern uns raus. Ballern. Ist aber, glaube ich, deutlich schwerer, weil der Hubschrauber ist ja immer noch da und den können wir damit eher nicht abschießen. So, na gut, dann schleichen. Also ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir es probieren mit Schleichen. Ich gucke nochmal. Und die sagen mir, wir sollen den nutzen? Also, nee, ja, die sagen wieder beide was anderes. Also es sind ja wieder diese beiden Möglichkeiten, die Mission abzuschließen. Mhm. Ist ja oft dann so, Ocelot will das eine und Miller das andere. Die sind sich halt nicht so richtig einig. Ach, hier hinten liegt noch Zeug. Ich wusste doch, hier irgendwo ist noch ein bisschen Sachen. So, gut, ja, dann würde ich sagen, einfach wieder da raus, wo wir reingekommen sind, mit einem kleinen... Was hat denn das mit dieser Maschine da auf sich? Das erfahren wir in einer späteren Mission. Okay. Sieht aus wie eine Litfaßsäule, die reden kann. Ja, das ist eine redende Litfaßsäule. Tatsächlich ist das selbst für mich... Kill me. Was? Wer? Hat die Maschine gesagt. Kill me now. Oh. Das ist eine sehr tragische Geschichte, ich habe mir die aber auch nur durchgelesen. Weil ich das Spiel nicht gespielt habe, wo die vorkommt sozusagen. Das ist nämlich in dem PSP-exklusiven Nachfolger zu Teil 3. Mhm. Also wir haben ja nur Teil 3 gespielt. Ja. Und dann haben wir sozusagen Peace Walker, das ist das PSP-exklusive... Kannst du ihn nicht mit dem Fallschirm rausholen? Nee. Ja, erzähl weiter. Das ist halt eine... Also die hätten wir auch spielen können, die war auch auf dieser Metal Gear Anniversary Collection als PS3-Version drauf. Mhm. Wurde nochmal umgesetzt. Aber es ist halt im Endeffekt ein PSP-Spiel und deswegen habe ich gesagt, na, das ist nicht so richtig ein Hauptteil der Reihe. Ja. Hat ja auch keine Zahl sozusagen dahinter und so. Und da es wird aber auch ziemlich gefeiert. Also so von so storytechnisch ist das wohl nicht schlechter als die Hauptteile. Mhm. Also hätte man dafür sich schon mal angucken können. Und da spielt wohl diese KI und so eine Rolle. Okay. Kann ich ja dann mal, was ich jetzt gelesen habe, ein bisschen erzählen, wenn wir soweit sind. Gut, also er rechtfertigt sich jetzt eigentlich die gesamte Zeit und fragt immer wieder, warum wir sein blödes Walker-Ding. Können wir ihn nicht irgendwie K.O. hauen, dass er nicht redet? Wäre tatsächlich ganz geil. Aber ich glaube, wir versuchen es jetzt einfach mal so. Bisher läuft es ganz gut, die halbe Strecke habe ich schon geschafft ungefähr. Mhm. Ohne entdeckt zu werden. Und ich kann ihn ja auch jederzeit ablegen. Nein. Vorne ist da eigentlich. Was ist denn das? Ah, nee, das ist hinter der. Oh, hinter dem. Das Gelaber von ihm die ganze Zeit. Das ist da hinten, ja, das okay. Ist alles noch ein bisschen hin. Also Picard. Geh nicht ins Licht! Geh nicht ins Licht! Vergiss es. Wir sind nicht die drei Musketiere. Nee. Vor allen Dingen sind wir ja schon allein vier Hauptpersonen, also mit Miller, Ocelot und ihm. Ja, die drei Musketiere sind auch vier. Naja, sind die drei Musketiere plus der Neue. Ja, genau. Und das sind immer vier. Und trotzdem heißt es immer die drei Musketiere. Na, es ist halt die drei Musketiere plus der Neue. So müssten sie ja. Aber der heißen. Ist ja dann auch ein Musketier. Egal. Ein Musketier. Ein Musketier. Jedes Kind denkt, sie heißen Musketiere. Ja. So. Das war gut. Da hinten ist schon unser Heli. Er ist so nah und doch so fern. Hey, ist das nicht der Böse? Nee, das ist unserer. Der mit dem grünen Symbol. Wo ist der Böse? Der ist da hinten irgendwo gelandet. Der stand okay. Da, als wir im Sandsturm, da war der ja neben uns, stand der ja. Oh, scheiße. Mm. Mit etwas. Yes! Hahaha! Preiset mich, denn ich bin großartig. Da stand jetzt aber gar nicht ZZZ. Ja, das schläft auf jeden Fall. Ziemlich zügige Zugluft. Ist das Z, Z, Z? Kann sich ja was anderes ausdenken. Z, Zahnlose Zungenzora. Ja. Ja, nee, also ja. Ja, aber nein. Wörter mit Z sind. Nicht so. Zitronen. Zelda. Zelda. Hä? Was ist denn du? Hab ich nicht absichtlich gemacht, tut mir leid. Bist du wieder in Fallout-Mode? Ja, nee, ich hab aus Versehen auf eine Taste gedrückt. Wahrscheinlich irgendwie schlagen oder so und dann wollte er schlagen, das ging aber nicht. So, jetzt habe ich hier nur noch ein paar Meter. 140, aber ich laufe auch gerade auf der Hauptstraße. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Keine schlaue Idee. Ich gehe mal durch den Schatten so ein bisschen. Ah, das ist auch eine Hauptstraße. Mist. Das ist alles gerade schwierig. Aber es ist Gott sei Dank immer noch nachts. Achtung, Achtung, ich höre was. Oh, scheiße, sie haben den Hubschrauber entdeckt. Also hier, konzentriert euer Feuer auf den Hubschrauber.
Das heißt, es ist zeitkritisch. Das bedeutet, ich kann gucken, ob hier eine Kassette liegt. Mist. Oh, Luft. Wieder nicht. Oh, ich kann gar nicht gucken, das ist so aufregend. Es sind nur noch ein paar Meter. Es sind nur noch ein paar Meter. Oh, das ist so schlimm. Bei Filmen, da tangiert mich das gar nicht so. Aber wenn man das selber steuert, das ist viel schlimmer. Ja, es ist echt kritisch. Vor allem, wenn man weiß, dass man jetzt Arbeit damit hätte, es nochmal zu machen. Und man hat es ja eigentlich schon geschafft. Und so. Na komm. Und? Geht's? Zwischensequenz. Top. Puh. Ha, das hat geklappt. Hui. In 15 Minuten, was ich in einer Stunde allein geschafft habe. Ich sag euch, wir kommen so schnell durch dieses Spiel durch. Mhm. Es war gar keine so doofe Idee, das alles schon mal zu spielen. Schön. Ich hatte Angst, dass mir das den Spaß dran versaut, das nochmal mit euch im Let's Play zu machen. Aber macht's überhaupt nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, jetzt kann ich es endlich richtig machen. Bist du der Mast? Ja, so ein bisschen. Ein Kabum, ein sogenanntes. Das muss aber nicht so, ne? Tschüss, Hubschrauber. Wäre schön gewesen. Ach, das kommt ja diese Eulen, ne? Oder? Es kommt nur ein Oller, glaube ich. Oh, nicht der. Und nicht der. Oder die? Also, ich glaube, es sind der. Oh. Sahel Entropus. Gib mir nicht vorhin gleich geguckt. Ein Autobot. Autobot. Ich find's, es ist so awesome, wenn man schon seinen eigenen Riesenkampfroboter hat, dann würde ich mich immer auf der Hand von dem so transportieren lassen, damit ich von da aus so eine Bühne habe. Das ist einfach so geil. Auch nur größenwahnsinnige Bösewichte dürfen das Wort Behold benutzen, oder? Oder so irgendwelche Könige oder so. Sagen wir bei der Serie Spartacus, wenn sie einen Kampf ankündigen. Behold, the mighty Spartacus. Behold, brace yourself for him. Welcher ist jetzt unter? Der? Die Roten sind immer die Bösen. Blau oder Grün ist immer. Also, der ist auch böse, der ist rot. Müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen? Quasi. Ernsthaft? Nein, wir müssen vor ihm wegrennen. Okay. Weil wir nichts haben, um gegen ihn zu kämpfen. So, wir müssen jetzt zur Landezone kommen, ohne zu sterben. Es wird gar nicht mal so einfach. Na, was kann man denn groß machen außer rennen? Rennen. Ja. Man kann in Deckung gehen. Also wenn er ihn nicht mehr sieht, dann ist er erstmal kurz verwirrt. Und sieht er dich jetzt? Das ist schwer zu sagen. Einfach laufen. Ja, also ich muss ihn erst abschütteln, bevor ich zum Hubschrauber kann, weil sonst der Hubschrauber halt kaputt gemacht wird. Da ist einer. Das ist Pferd. Achso, das ist Pferd. Ein Pferd. Ein Mann, sie nannten ihn Pferd. Gab's auch einen Film mit Bud Spencer. So. Also, in meiner Erfahrung ist das hier ein guter Felsen. Die Mission ist voll scheiße. Die Mission ist vor allen Dingen ewig lang und nervig. So. Wenn ich jetzt hier in Deckung gehe, dann könnte es sein, dass er mich hier verliert sozusagen und dann kann ich zum Hubschrauber rennen. Das ist aber so ein bisschen so ein Nervenkitzel-Ding. Ich finde, das Rennen ist ja viel schlimmer. Verstecken ist immer gut. Ja. Oh. Verstecken ist echt gut, ja? Ja. Oh, ich finde das gerade so. Weil er kann ja gar nicht da um die Ecke, ist halt zu schmal für ihn. Oder? Oh. Sagst du? Er kann doch um die Ecke. Aber guck mal, der kann ja nicht. Stay alert. You're not out of the woods yet. Ich finde diese Peniskanone so super. Ja, sieht aus wie zwei Doppelpenis. Ja. Achso, du meinst. Ach nee, da unten? Ja, die hier unten. Die da oben. Sind ja auch zwei. Nee, die genau in seinem Schritt ist. Ah. Das ist schon eine Peniskanone. Au. Ich glaube, er hat mich entdeckt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fuck. Ich würde mal nochmal wegrennen. Ah, Dennis! Ja, passt doch. Was ist das? Hier nicht. Ich glaube, damit sucht er nach mir. Hier gab es doch irgendwo einen richtig guten Felsen, um so im Kreis zu laufen. Hier ist es, glaube ich, der. So. Sehe ich ihn denn? Er ist da hinten. Das ist er. Aber hier kann ich, glaube ich, besser im Kreis laufen und ihn abschütteln. Also, es ist ein bisschen so albern, aber. Naja, so ein bisschen cheesy, wie man so schön sagt. Genau, jetzt weiß er nicht, wo ich bin. So, und wenn er dann wegguckt lang genug, dann kann ich zum Hubschrauber rennen. Das ist dann aber so der trickige Part, weil er natürlich nicht lange irgendwie wegguckt von einer Sache.
wäre ganz geil, wenn er jetzt mal da... Aber der denkt schon selber jetzt, ne? Oder ist der gesteuert? Irgendwie? Der ist... So weiß man ehrlich gesagt noch nicht. Er kommt. Zu dem Zeitpunkt, wie der gesteuert ist. Jetzt guckt er gerade weg. Aber da oben ist noch der Helikopter. Ja, das ist unserer. Ach, das ist unserer. Er schwebt da nach oben. Na komm. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwie ablenken kann mit... Ich habe aber auch gerade noch nichts zum Ablenken, glaube ich. Ja. Doch, ein Magazin. Ich weiß nicht, ob er das mitmacht. Nee, der hört das nicht. Menno! Der macht aber gruselige Geräusche. Das viel nervt. Das ist wie so. Die in Metal Gear Solid 4 haben die, diese Kampfläufer, die es da immer gab, haben ja immer wie Kühe gemut. Das war auch ganz schön gruselig. Für so einen riesen Kampfpanzer. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt echt nah dran. Oh Gott. Hat der nicht gesehen? Nee, ich glaube, der macht das nur hin und wieder. Aber da kommt eine Hand. Okay, hab mich gesehen. Gut, das probieren wir dann nächstes Mal nochmal. Hätte nicht gedacht, dass das jetzt der harte Teil der Mission wird. Das habe ich, glaube ich, bei meinem Durchgang das erste Mal geschafft. Fuck. Aber es ist kein Problem. Wir haben viel geschafft in einer Folge, mehr als ich gedacht hätte. Und deswegen nächstes Mal nochmal die Flucht. Bis dann. Dem Vieh. Tschüss. Tschüss.